Hallo Leute, hier habe ich ein Video aus Kasachstan. Der Mann fährt aus der Stadt Karaganda und da sieht man drei Sonnen. So. Gleich sagt er oben noch einen Regenbogen, wo diese drei Sonnen sind. Und er meint, das ist die Reflexion von der Kuppel. So, das ist die Ausfahrt. Paar Kilometer aus der Stadt und da sieht man drei Sonnen und da oben, schaut nach oben, hier kommt der Regenbogen, ja, und da hier drei Sonnen. So, das war's, so ein Phänomen. Danke für die Aufmerksamkeit und ciao. Wow, also da bin ich jetzt echt beeindruckt. Das ist wirklich mal was, worauf wir lange gewartet haben. Das ist Hammer. Also, ich selber, ich habe nie ans Firmament geglaubt bisher. Deswegen bin ich gerade etwas sprachlos. Also, Wahnsinn. Ich meine, du hast jetzt zwar nur von dem Kollegen übernommen hier aus wo kam er her? Kasachstan oder was? Aber hey, ihr Russen, ihr versteht euch ja. Und bei dir als altem Profi-Fotograf, ne? Da vertraue ich voll und ganz auf deine Expertise bei solchen Aufnahmen. Klar. Also weil mit Lichtreflexion, Lichtbrechung, Optik und so weiter, da kennst du dich ja bestens aus. Weil sonst würdest du solche Videos ja nicht zeigen, ne? Also, ehrlich, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Das ist schon ziemlich eindeutig. Ja, eigentlich kaum zu widerlegen. Das ist krass. Ehrlich, also. Hätte ich nicht gedacht. Vor allem, die beiden Sonnen daneben, die sind absolut faszinierend. Finde ich geil. Fast wie kleine Hunde, wa? Die ihrem Herrchen nachlaufen. Wahnsinn. Boah. Das Einzige, was mich da so ein bisschen stutzig macht jetzt, ist der Regenbogen da oben. Weil, an sich, da ist ja eigentlich ja kein Regen, ich meine Wolke. Und ein Regenbogen ist ja normalerweise auch vor einem, nicht oben drüber, oder? Andererseits sieht schon eigentlich ganz klar aus wie einer, also so von den Farben und so. Ja, wird wohl stimmen. Denke ich mir. Kannte ich so bloß noch nicht, also das war mir wirklich neu. Aber sonst, also ehrlich, hervorragende Aufnahmen. Wahnsinn, das gibt ehrlich zu denken. Also, boah, bin platt. Was aber auch so ein bisschen komisch ist, also sorry, dass ich da jetzt nochmal nachhake, wieso sieht man sowas eigentlich nicht immer und überall? Weil das ist ja nur an bestimmten Tagen oder halt wenn passendes Wetter ist, wa? Ich meine, solche Spiegelungen in der Kuppel, die müsste man doch eigentlich immer sehen, oder? Oder vielleicht wurde die gerade frisch geputzt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber gut, ist ja auch an sich egal. Das ist auf jeden Fall ein Hammer-Video. Also, ja, das war eigentlich auch schon mehr, wollte ich eigentlich ja nicht sagen. Ich bin nur völlig sprachlos. Also, klasse Arbeit, auf jeden Fall. Das muss ich erstmal sacken lassen. Mach's gut. Oh. Ach, ey. Oh, Mensch. Ich bin so vergesslich. Ja, da ist noch was. Nichts Wichtiges, nur eine Kleinigkeit. Ja, mir ist noch aufgefallen, nämlich der Abstand von der Sonne zu den Sonnen daneben. Also quasi den Nebensonnen. Der müsste sich doch eigentlich verändern. Je nachdem, von wo man das jetzt beobachtet und wie nah man dabei der Kuppel ist. Richtig? Weil so ein gewölbter Körper, wie die Kuppel, die reflektiert er in unterschiedlichen Winkeln. Je nachdem, von wo das Licht einstrahlt und von wo man beobachtet. Also müssten doch Leute auf der ganzen Welt eigentlich auch unterschiedliche Winkel und Abstände sehen, oder? Johann, du als alter Profi-Fotograf? Aber das Komische ist ja,
Der Abstand ist immer gleich. Überall. Nämlich 22 Grad. Hm. Und diese extra Sonnen, die sind genauso bunt wie ein Regenbogen. Wie kann das denn sein? Ich habe hier auch ein paar Bilder davon gefunden. Ja, was man halt so durch Zufall fotografiert. Die sind alle farbig. Ja. Hier ist sogar der Ring, um die Sonne zu sehen. Und hier dieser komische Regenbogen da oben. Alle bunt. Aber, dann kann das doch keine Spiegelung sein. Weil bunt kommt nur durch Lichtbrechung, aber nicht durch reine Reflexion. Was? Also müssen da doch eigentlich, denke ich mir, kleine Partikel in der Atmosphäre sein. Zum Beispiel irgendwelche bestimmten Eiskristalle oder sowas. Die halt das Licht brechen. Und dadurch kommen halt diese bunten Erscheinungen. Ja? Also sowas wie ein Halo oder so. Und deswegen ist das Ding über dem Kopf, also da oben im Zenit, ja, das ist kein Regenbogen. Denke ich mir. Sondern wahrscheinlich durch Eiskristalle verursacht, ja, ein Zenitbogen. Zenitalbogen, sag ich mal so. Ist schwierig. Johann?